Heute soll es um die Kata Kankudai gehen. Der Name Kankudai setzt sich zusammen aus den Worten Kanku und Dai. Kanku steht dabei für Blick oder Schau in den Himmel. Dai steht für groß, das heißt, wir machen also große Bewegung. Kankudai wurde zuerst entwickelt und danach folgten aus dieser Kata alle Heian-Katan. Das heißt, wir finden also oft Techniken wieder. Die Techniken kennt ihr also schon, es kommen nur noch ein paar dazu und die Reihenfolgen ändern sich natürlich. Natürlich beginnt Karate immer zuerst mit Höflichkeit. Obongiri. Onagashimasu. Yoi. Kamai. Kamai ist in dem Fall ein Dreieck, das wir so formen, ungefähr auf der Höhe halten. Ihr seht, meine Knie sind schon jetzt leicht gebeugt. Das Dreieck ist auf dieser Höhe und hier ergibt sich so eine runde Form. Das ist also alles gebeugt, meine Ellbogen, die sind leicht gebeugt. Das Dreieck ist auch so aufgestellt, dass ich jetzt durchgucken könnte. Jetzt mit der ersten Technik beginnen wir einzuatmen. Wir heben das Dreieck hoch. Wenn es ungefähr auf dieser Höhe ist, dann fangen wir an durchzugucken und folgen ihm mit dem Blick. Daher kommt auch der Name der Kata. Wenn wir hier oben sind, atmen wir aus und reißen dieses Dreieck auseinander. Hier unten schlagen wir zusammen. Die rechte Hand geht in die linke. Ihr könnt dabei etwas weiter nach unten gehen in den Knien. So leicht fallen lassen. Jetzt setzen wir das linke Bein nach links raus. Rückwärtsstellung, Kokutsudachi. Dabei geht der linke Arm nach oben und blockt mit der Außenseite Haiwan. Diese Technik kennt ihr aus Haiyan Yondan. Wir lassen nur diesen Arm weg. Also schön ein bisschen weiter rausblocken, sodass, wenn der Gegner von der Seite angreift, mich nicht trifft, sodass ich auch rausblocken kann. Jetzt machen wir das Ganze zur anderen Seite. Schwerpunkt verlagern. Gleiche Technik. Gut, nächste Technik. Wir holen vorne aus. Das linke Bein geht ein Stück ran. Tate Shutu Uke. Wer es von euch schon kennt, kennt diese folgenden Sequenzen aus Basai Dai. Jetzt folgt der Tsuki. Und jetzt drehen wir nur die Füße. Vorher holen wir aber aus Uchi Uke. Füße drehen. Uchi Uke. Diese Technik ist nachher blitzschnell und wir können aus dieser Drehung die Kraft nehmen. Wenn wir also Uchiuke haben, müssen wir beachten, dass der Arm wirklich so weit draußen ist, damit wir einen Gegner, der von vorne kommt, tatsächlich rausblocken können. Wenn der Arm nur so ist, blocke ich ihn zwar, aber er trifft mich. Will ich nicht, deswegen schön rausblocken und die Hand schön rausdrehen, damit wir hier mit dem harten Knochen blocken. Gleiche Techniken zur anderen Seite. Füße drehen zusammen, Tsuki in die Mitte. Ausholen, Uchiuke, Beine drehen. Die folgenden Techniken kennt ihr aus Haiyan Nidan. Unter den Schwerpunkt setzen mit dem linken Bein, stapeln, Yokogiri mit einem Uraken, ausholen, Shutuuke, Rückwärtsstellung, Shutuuke absetzen. Und wie in Haiyan Nidan, vor Shutuuke, und auch wie in Haiyan Nidan, Pressblock nach unten, vorgehen, Nukite. Genau hier kommt der erste Kampfschrei. Denkt nochmal dran, die Hand einrollen, damit, wenn ich etwas Hartes treffe, die Hand sich zusammenfalten kann. Wenn sie so ist, überdehnt sich meine Hand und sie bricht. Der Ellbogen ist hier auf dem Handrücken. Nächste Technik. Wir lehnen uns vor mit dem Oberkörper, reißen dabei auf und holen aus. Das geht so. Wir nehmen also den vorderen Arm hoch, Tate Aguke, Aguke nur mit offener Hand, und hinten holen wir aus wie Gedan Barai. Aber die Hand ist auch hier offen. Jetzt nehme ich mein linkes Bein und setze mein linkes Bein weiter nach innen, nach hier also. Jetzt drehe ich und schlage. Shutu Uchi und hier wieder Tate Aguke. Jetzt Maigeri
Wenn ihr den getreten habt, holt ihr gleichzeitig aus. Diese Hand hier geht nach unten, holt aus Uchiuke. Diese holt aus Gedanbarai. Wir setzen ab in die Rückwärtsstellung und blocken Manjiuke. Manjiuke ist nichts weiter als eine zusammengesetzte Technik aus Jodan Uchiuke und Gedanbarai. Jetzt setzen wir wie in Haiyan Godan das vordere Bein um und machen mit der oberen Hand Jodan Tenagashi Uke und hier Nukite. Denkt dran, bei dieser Technik trotzdem nach vorne gucken. Auch wenn ihr übt, da guckt man manchmal nach unten, immer schön nach vorne gucken. Wir wollen zum Gegner gucken. Jetzt vorderes Bein, ranziehen ans hintere, Gedanbarai. Diese Technik nennt sich Rinnochi Dachi. Hier ist also eine Faustbreit Platz. Die hintere Hand ist auch sehr wichtig. Schön am Körper lassen. Wenn ihr die Hand so macht, könnt ihr euch hierdurch einen Gegner von hinten hebeln. Da wir das nicht wollen, lassen wir die fest am Körper. Die Knie sind auch hier leicht gebeugt, nicht hochstehen. Dann kann man euch umschubsen, ihr steht ganz instabil. Deswegen immer wie ein Kämpfer leicht gebeugt. Jetzt folgen die gleichen Techniken wie eben noch einmal. Das vordere Bein geht nach vorne, Zenkutsudachi. Dabei schlagen wir mit der hinteren Hand Shuto Uchi und die obere blockt Tate Aguuke. Und wieder Waigeri, die Hand holt unten aus. Die Hand holt oben aus, wir setzen ab, Rückwärtsstellung, Block, Manjiuke. Und wieder das linke Bein geht nach links und wir stoßen nach unten, Nukite. Wichtig, nach vorne gucken. Hier bin ich leicht nach vorne gelegt, das hier sollte so eine Gerade in etwa ergeben. Und wieder zurück, Rinnochi Dachi, Gedanbarai. Jetzt kennt ihr die nächsten Techniken aus Haiyan Yondan. Wir kicken also nach Da Yokugeri. Heißt, unteres Bein drehen, anziehen, Kick Yokugeri, wenn das Bein zurückkommt, Hand öffnen, absetzen, in die offene Hand, Empi. Und das Ganze nochmal zur anderen Seite. Hochziehen, kicken, absetzen, Empi. Jetzt Shuto Uke, genau wie in Haiyan Nidan, viermal. Erstes Mal, 45 Grad nach vorne, zweites Mal, drittes Mal und wieder 45 Grad nach vorne, vier. Ausholen wie eben, wieder so. Hier oben wie Aguuke und unten wie Gedanbarai. Bloß beides gleichzeitig und mit offenen Händen. Vorderes Bein umsetzen, um dann zu schlagen. Wenn ihr jetzt Maigeri kickt, wechseln die Arme. Wie in Haiyan Yondan. Vorne absetzen, lang und runter Uran. Hier Beine zusammen, hinterer Hacken ist oben, Kosa Dachi also. Ausholen, Uchiuke. Tsuki, Tsuki. Jetzt kommt eine neue Technik. Schön aufpassen, erst Füße drehen, Fäuste hinten beide ran. Jetzt nach vorne und absetzen. Nochmal langsam. Wenn ihr hier seid, geht ihr so nach vorne, Hand an der Seite, hier mit zum Kinn des Gegners. Vorne lang absetzen, Hände so nach unten. Die Hände sind leicht eingedreht. Ich gucke ein bisschen weiter nach vorne, nach da vorne ungefähr, damit ich einen Gegner, der von vorne kommt, sehen kann und noch reagieren kann. Wichtig ist auch, dass der hintere Fuß komplett auf dem Boden ist. Die Sohle ist abgelegt. Jetzt drehen wir mit Shuto Uke. Wir drehen die Beine, holen aus Shuto Uke, blocken Shuto Uke. Ich bin so tief,
Trotzdem aufrecht, aber tief. Und der Arm vorne ist lang. Vorgehen, Stufe. Jetzt große Drehung. Uchiuk. Yakuzuki. Hinteres Bein. Versetzen. Einfach so kurz. Drehen. Uchiuk. Jetzt nochmal wie in Hayanidan, bloß mit der Ausnahme sozusagen, dass wir nicht mehr in die Mitte gehen, sondern das vordere Bein einfach ans hintere ranziehen. Vorhin haben wir so gemacht. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir am Anfang. Hier, also so, wieder wie in Hayanidan, Hick, Shuduke absetzen. Gleich vorgehen, Pressblock. Nukite. Die nächste Technik ist wie in Haiyan Zandern. Da machen wir so und drehen uns. Jetzt heben wir den Arm an, als würden wir in einen Spiegel gucken. Der Arm ist wieder genau auf dem Handrücken. Diesen Spiegel drehen wir jetzt. Dabei beugen wir uns nach vorne, als würde uns etwas nach vorne ziehen. Wir drehen uns mit dem Spiegel mit. Setzen. Wenn wir hier sind, machen wir einen Uraken. In der Pferdefußstange. Jetzt stapeln wir, setzen ein Bein nach vorne, Gleitschritt. Wenn wir den anderen Fuß ransetzen, dann kommt der Tetsuchi. Die vordere Hand auf, wir schlagen rein. Jetzt stapeln auf der Seite, Gedanbarai. Jetzt tun wir aus für die nächste Technik. Der Arm geht nach unten. Und der Arm nach oben. Stellt euch vor, ihr habt ein großes Lenkrad hier. Jetzt, wie in Haiyan Zandern, Mikatsuki Geri absetzen und das Buslenkrad drehen. Einfach von so drehen. Jetzt blocken wir Juji Uke nach unten. Der Doppelblock. Dabei, habt ihr gesehen, gehe ich leicht nach unten. Das ist wichtig, damit wir hier unten auch tatsächlich einen Angriff, der von unten kommt, blocken können. Wenn ich nur so blocke, trifft er mich trotzdem und ich habe nichts gewonnen. Deswegen schön stark nach unten. Jetzt Beine zusammen, Jujuke, nach oben. Hier ist wieder ein Dreieck. Wenn ich das mal so wegnehme, sieht man ein Dreieck. Ich stehe leicht gebeugt und meine Arme sind so auch leicht eingebeugt. Auf keinen Fall gerade ausstrecken. Jetzt drehen wir nach rechts. Dabei gehen die Hände an meine Brust. Jetzt folgt meiner Meinung nach die schwerste Technik hier. Nidan Tobi Geri. Ihr macht also, ich zeige das kurz vor. Und hier kommt der Kampfschritt. Also nochmal langsam. Ihr steht hier. Jetzt macht ihr einen doppelten Mai Geri in der Luft. Ihr zieht also das Bein hoch. Kickt damit und katapultiert euch damit hoch. Und dann tretet ihr 1, 2. Das machen die Beine. Jetzt die Arme noch dazu. Die machen diese Bewegung. Einfach Uran. Mehr nicht. Und nochmal zusammen. Kampfschritt. Jetzt nur noch auflösen. Wir drehen über diese Seite. So. Ich zeige es nochmal, wenn ihr so geschaut habt, über die Seite hoch. Hier kurz Kibadachi und so breit stehen. Jetzt linkes Bein ransetzen. Und zusammen verbeugen Reh. Das war die Kata Kankudai.